Moin moin, liebe Shakes and Fidget Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von unserem Lieblings-Browser-Game. Wir sind nun nach dem großen Wochenende von dem Serverstart von Welt 35. Es ist vieles passiert, es hat sich alles eingerenkt, die ersten Schlachten sind um. Wir haben sogar zwei Kämpfe in diesem Video für euch parat. Ja, also wir können hier direkt gleich mal durchgucken. Wir drehen jetzt hier noch zweimal Stein und ich habe richtig Pech auf diesen Server hier bei dem Spast. Regt mich schon fast ein little bit auf und es reicht immer noch nicht. Hab hier schon angefangen, die ersten Sachen zu bauen. Wichtig ist halt, dass man die Mine auf 1 lässt. Die Ausbauten sind richtig krank in unserer GDA. Props an alle auf jeden Fall, die da so krank supporten. Bin mit 5,5 noch eigentlich ganz gut bedient. Was das hier? 4,5 nur? Frech, aber nun gut. Hier 4,7. Ja, okay, das ist auch okay, hatten wir gesagt. Ja, aber jeder hat mitgemacht. Hier unten 4,5. Zwei Tage inaktiv, okay. Da müssen wir uns mal umhorchen, was da los ist. Weil ansonsten wird da natürlich aussortiert, auch hier mit Commander Cool. Da müssen wir mal schauen, was Sache ist. Das können wir so nicht nehmen eigentlich. Und da werde ich mich beraten mit den Leuten auf jeden Fall. Weil so können und wollen wir das nicht laufen lassen. Unsere Gilde siedelt sich in den Top 200 recht gut an. Metke, der höchste bei uns hier oben, können wir einfach nicht mithalten. Das ist so krank, was einzelne Spieler haben. Wenn wir denn tatsächlich gegen welche, beziehungsweise den Geldkampf gegen Supreme Team oder gegen die Allstars irgendwann haben, das wird einfach ein Ding. Das werden wir nicht knacken können. Das wird halt sehr, sehr schwierig. So, und auch so, wenn man guckt, man findet hier oben nicht wirklich welche, die niedrig sind. Hier richtig kranke Werte unter anderem. Könnt hier gucken. Lutz Kettenschutz ist halt natürlich auch nice. Ist als Kampfmarker, hat aber einen richtig hohen Ausdauerwert, sodass der Kampf einfach kritisch werden würde, kann man fast sagen. Und ich suche mir meistens, beziehungsweise am liebsten, Kampfmagier aus als Gegner, weil es halt tatsächlich gegen die mit am Einfassen ist, weil sie nicht ausweichen können. Ich habe eine neue Waffe bekommen. Allerdings hat die Waffe eine sehr hohe Range. Ihr seht sie schon. Zwischen 2000 und so 6000. Kann halt alles möglich sein. Ja, und das ist halt kritisch nach wie vor einen sehr guten Glückswert. Im Moment müsste hier auch mal wieder ein Crit kommen. Nice. So nochmal 5 Ränge aufgestiegen. Schicke Sache auf jeden Fall. Ich gucke halt immer, dass ich in der Gilden, also in der Ehrenhalle aufsteige. Hier mittlerweile auch fast auf 40% geklettert. Ich finde aber irgendwie keine XXL-Tränke. Normalerweise ist es doch, dass sie auf Level 30 kommen, oder Freunde? So, dass ich eigentlich welche finden müsste, aber ich finde einfach keine. Ja, hier habe ich halt absolut Pech. Da war ich zu früh, man kennt ihn. Und verliere auch noch, easy. Schön umsonst ausgegeben. Hier können wir einmal snacken. Immerhin etwas. Und dann können wir auch schon wieder zurück. Festung können wir nichts machen. Ich könnte mir nicht mal einen Edelstein kaufen. Das will ich heute aber auf jeden Fall in Angriff nehmen. So, und jetzt gehen wir dahin. Wir greifen als nächstes die Nudelfresser an. Wir gehen da jetzt hin. Den Gedenkampf von gestern Nacht habe ich nicht mal mehr. Nee. Nee. Ich kann jetzt hier nur den eingucken gegen Team Xanax. Den können wir uns anschauen. 31 von uns haben angegriffen gegen 47 Verteidiger der Gegner. Unserer Seite, ich weiß gar nicht, Commander Cool, einen Berserker, aber ich weiß es gar nicht.
Radi macht jetzt hier aber die ersten Gegner weg mit sehr starken Magieattacken. Schauen wir mal, ob er hier auch weiter durchziehen kann. Einige hat er schon weggeholt. Ah, jetzt kommt Berserker und dann ist natürlich Ende Gelände. Schauen wir mal, wie Maro sich jetzt schlägt. Wir haben vorhin Black Ops 4 gespielt. Jetzt muss ich erstmal wieder so leicht runterkommen. Das ist immer dieses andere gestresst sein. Ja, Muschi hier als Krieger, das ist auch immer. Ja, als Krieger hat man immer gute Chancen mit den Blocken. Die Berserker, die regieren ja so quasi die Rangliste, die Ehrenhalle. Das ist unglaublich, was die rausreißen können. Das ist einfach heftig. Hab so das Gefühl, die sind leicht OP und ich weiß schon, was mein nächster Charakter wäre. So, man sieht ja hier, der Poker, der rasiert, wenn er einmal loslegt, ordentlich weg. Vor allen Dingen hat er anscheinend auch eine starke Waffe, sodass er sehr, sehr hohen Damage austeilen kann. Wenn es denn einmal angefangen hat, also wenn der Kampf fortgeschritten ist, dann macht er sehr, sehr hohen Schaden. Guckt euch das an, wie viele der Poker einfach wegholt. Unglaublich. Gucken, ob er nochmal zu einer Berserker-Attacke kommt. Ja, aber nur ein Zweier, das war jetzt nicht so toll. Boah, das ist absolut krank, was er rausgeholt hat. Jetzt gegen den Memku, das wird dauern. Ah, ich dachte gerade, der Panzerknacker ist Assassine. Das wäre belastend gewesen. Hab mich gewundert, warum er denn auf Stärke gemacht hat, aber er ist auch Berserker. Ja, moin. Schön jeden Angriff ablocken. Ist das ein episches Schild? Ja. Habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Jetzt Rotkiller, schön als Kundschafter. Gegen Nidwest als Krieger, das ist auch so ein Duell, was auch schon mal in die Länge gezogen werden kann, liebe Leute. Man kennt es eventuell. Das kann sich echt ziehen. Und schön. So ein Duell auch nicht. Sei denn, da werden Crits mit verteilt, so wie jetzt. Richtig stark, zweimal hintereinander vom Roadkiller sogar. Ja moin, das Schild kenne ich auch nicht. I got Shield. Ja moin. Sehr, sehr gute Angriffe hier auf jeden Fall. Roadkiller kann auch ab und zu ausweichen. Sehr stark. Mal gucken, ob er einen Down bekommt. Ja, das sieht ganz danach aus. Nice Leistung von Roadkiller hier. Aber das zieht sich echt noch richtig in die Länge. Das Missile. Sehr stark. Schauen wir mal, wie viele er wegholen kann. Oh, den einen hat er geholt. Den anderen. Den Upper jagen nicht mehr. Jetzt kommt sprachlos. Auch Krieger auf unserer Seite. Hat sehr wenig verloren, nur. Starke Leistung jetzt, Mickey. Schön. Ist immer wichtig, schnell die Magier zu holen bei den Gegnern, weil wenn die einmal loslegen, dann ist es schwierig. Komm, eventuell den auch noch wegholen, den Magier. Und er schafft da sogar sehr, sehr starke Leistung. Jetzt Holly Molly. Schafft den Gegner wegzuholen. Boah. Starker Hit von Alex. Sehr, sehr gut. Hat auch gut seine Werte verteilt. Ein Kundschafter-Duell. Das ärgert mich auch immer. Ausweichen, ausweichen. Man hat höhere Stats und der Gegner weicht mehr aus als man selber. Es ist einfach so ärgerlich. Das hat mich schon den einen oder anderen Kampf in der Ehrenhalle gekostet. Hier schön den Berserker-Moves ausweichen. Man kennt es. Macht einfach nur Laune, wenn man den Gegner ärgern kann als Kundschafter.
schöne Kiste. Gucken, ob er den holen kann. Na, das wird kritisch, stark. Na, komm schon. Ja, nice. Oh, not bad. Jetzt gegen den Magier. Könnte er auch wegholen? Na, doch. Na, schade. Bolania, oh, mächtiger Treffer gewesen gerade. Schafft sie den Gegner jetzt auch noch? Ah, muss viel einstecken, sehr viel. Putz, 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 putz. Man weiß halt, dass keiner ausweichen kann. Da muss man auf einen Crit hoffen. Ascendion jetzt für uns am Start. Holt ein weg, holt zwei weg. Drei weggeholt. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Nehmen das als Kampfmagier, finde ich, hat man bis auf den Angriff am Anfang immer schlechte Karten. Man kann nicht ausweichen, man kann nicht blocken. Man ist den Angriffen schutzlos ausgeliefert. Wenn man dann keinen hohen Stärkewert hat, dann ist es schwierig. Onkel Toni einen sehr hohen Intelligenzwert schon. Aber hat denn keine Chance gegen Grubi-Stufe. So, Quixi schafft, ihn einen wegzuholen. Ah, schade. Olli Star geht hier direkt in die Vollen. Berserker gegen Berserker ist es, glaube ich. Aber der Gegner hat dann doch die besseren Werte. Boah, stark. Mit Crit sogar. Das Frex jetzt hier. Für uns. Aber keine Chance. Hast hier. Holt den Gegner weg. Jetzt muss er den Magier jetzt holen. Bevor er zu viel Schaden holt. Starker Crit. Sehr, sehr gut gemacht, Braille. Nice. Und neu. Guckt in die falsche Richtung. Die Gegner sind hier hinten, Fräulein. Schafft es aber, ihn wegzuholen. Wie viele Berserke es einfach gibt. Unglaublich. Caprica wieder gegen den Berserker, oder? Ne, gegen den normalen Krieger. Schafft es, ihn wegzuholen. Draken ist bei den Gegnern am Start. Und bei uns Sunfire auch eine Kundschafterin. Versucht alle Werte gleichmäßig zu pushen, außer halt die Mainstats. So langsam kommen bei uns die hohen Kämpfer zum Vorschein. Sakurai. Na, mal gucken. Der schafft es nicht. Baramir jetzt auch. Berserker gegen Berserker. Schafft es, den Gegner wegzuholen. Dragon Carty jetzt gegen Adam. Müsste sofort fallen. Hat für das Level keinen besonders hohen Intelligenzwert. Verstehe nicht warum. Jetzt Assassine. Hat da hingegen umso einen höheren Geschickswert wie die Carty gerade. Da muss er ausweichen und jetzt gut treffen. Ah, sehr schön. Und stark. Jetzt der Chef der Gegner. Wie viel kann Kratz ihn abziehen? Oh, sehr, sehr stark. Mächtig. Vainea jetzt macht den Rest. Zack. Da ist es geschafft. Burka zurecht. Held des Tages hat einen sehr, sehr starken Kampf gemacht. Und ich bin sehr zufrieden mit dem Ausgang des Kampfes. Das war doch gute Leistung. Kommt, wir suchen jetzt mal den ersten Edelstein. Gucken in der Arena nochmal, ob wir hier was machen können. Wenn wir es versuchen, komm, wir versuchen es jetzt einfach. So oder so nicht zu verlieren. Ah, dieses. Seht ihr, was ich meine? Dieses Ausweichen. Ich habe die höheren Werte und der Gegner weicht halt aus. Jedes Mal. So, jetzt kam endlich ein Treffer von mir durch. Noch einer. Ich konnte jetzt halt natürlich den Wert schon aufbauen. Dadurch, dass der Kampf schon länger fortgeschritten war. So, nice. Und zack. Was? Er lebt noch.
So, dafür gibt es jetzt gleich einen richtigen Hit. Wutz! 50.000er ins Gesicht. Und damit sind wir wieder unter den Top 150 und nähern uns dann langsam ja, unseren starken Leuten aus der Gilde wieder. Also ich habe schon sehr viel in die Werte reingesteckt aus der Gilde. Könnte natürlich noch mehr machen. Aber ich muss ja auch die Sachen ausbauen. Das ist halt auch wichtig für die Gilde. Und vor allen Dingen später dann die Ausbauten machen. Ich hoffe auch, dass ich halt bald mal XXL-Tränke finde. Weil wie schaut es dahingehend aus hier in der Ehrenhalle? Ja, 37 hat einen XXL-Trank. Den 33er hat auch nur der XXL-Trank. Überall XXL-Tränke. Auch XXL-Tränke. Ich habe halt echt Pech. Oder sie kommen erst auf 35. Das wurde angehoben. Das kann natürlich sein. Wenn wir ein bisschen gucken. Weil ich habe auch viel geblättert. Und so viel Pech kann ich gar nicht haben. Es sieht aber tatsächlich so aus, dass es wirklich erst ab 35 kommt. Könnt ihr ja gerne mal sagen, aber ich denke, es ist wirklich auf 35 erster Fall. Weil vorher habe ich jetzt absolut nichts gesehen. Also, ja. Das wird dann auch, denke ich, so sein. Würde mich sehr über eure Meinung freuen. Jetzt verabschiede ich mich aber wieder von euch, weil es ist lang genug gelaufen, dieses Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Würde mich freuen, wenn ihr weiter am Ball bleibt und uns verfolgt. Was haben wir hier? Oh, jedes Mal klicke ich auf Ausbauen. Ja, Pech. Jetzt habe ich auch keine Lust mehr, die Ressourcen zurückzuholen. Würde mich freuen, wenn ihr weiter am Ball bleibt. Unser Gildenleben weiter zu verfolgen auf Feld 35, Freunde. Und ja, heute Abend sind wir wieder live auf Twitch. Den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Macht's gut.